Das Wetter ist nicht gerade perfekt, aber es hat ein bisschen Neuschnee und die Lifte haben für viele leider nicht offen. In diesem Fall bietet sich für den Allgäu-Einzugsbereich die leichte Pistenskitour auf das Ofterschwanger Horn an. Die Aufstiegsspur führt über die rechten Pisten mit nur wenigen etwas steileren Passagen nach oben. Hier lässt sich sogar die Sonne ein bisschen blicken. Auch lässt sich auf diesen kleinen Touren gut neues Spielzeug ausprobieren. Auf der Suche nach meinem Kameradeckel bin ich jetzt ordentlich abgehängt worden. Aber die netten Damen vor mir haben den schon wieder gefunden gehabt. Die Sonne hat sich mittlerweile wieder verzogen. Dafür Nebel ist hier ganz ordentlich. Jetzt hat uns dann der Nebel fast verschluckt. Aber auf der Piste ist das ja kein großes Problem. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Glück haben und ob es oben noch mal ein bisschen aufmacht. Hier noch einmal ein kleiner Warnhinweis. Für die meisten von euch wird es absolut selbstverständlich sein, aber trotzdem. An den upperen Stellen hier sieht man, dass die Pisten natürlich nicht durchgängig präpariert sind oder wenig präpariert sind und dass man natürlich aufpassen muss. Man fährt halt auf eigene Gefahr. Das hier schaut dann fast aus, wie wenn man auf dem Gletscher wäre. Und ein bisschen träumen darf man ja auch. Weltcup Express. Station haben wir erreicht. Die ersten Höhenmeter sind damit geschafft und tatsächlich nach oben lichtet sich der Nebel wieder etwas. Auf dem Schild stehen noch 15 Minuten bis zu unserem Gipfelziel. Und die Neuschneeauflage hat zugenommen und die Winterlandschaft schaut immer besser aus. Das Gipfelkreuz selbst liegt etwas unterhalb des höchsten Punktes auf einem freien Hang. Und nachdem wir ohnehin schon nach unten gefahren sind, bietet es sich noch an, das Sigiswanger Horn mitzunehmen. Im oberen Teil ging die Abfahrt ja noch ganz gut, aber dann, dazu etwas später mehr. Jetzt heißt es aber erstmal wieder auffällen und auf der anderen Seite aufsteigen. Gehen wir noch ein bisschen durch den Wald durch. Ganz versteckt im Wald das Sigiswanger Horn. Die Abfahrt vom Sigiswanger Horn zurück war dann perfekt. Der Schnee zwar nicht mehr ganz fluffig, aber immerhin gut 30 cm Neuschneeauflage auf hartem Untergrund. Bei der Abfahrt in Richtung Sigiswanger Horn bin ich allerdings in diesen Bereich mit der geringen Schneeauflage gekommen, habe dabei den grob geschotterten Wanderweg übersehen und habe einen ordentlichen Salto hingelegt. Mir ist dabei nichts passiert, aber meine Kamera fand ich dann zweigeteilt in der Kameratasche vor. Nun aber schnell wieder abfällen, die Skischuhe schließen und die Abfahrt genießen. Dabei aber nicht wieder leichtsinnig werden, wie man im Aufstieg gesehen hat. Die Pisten wurden jedenfalls in der Hoffnung, dass man die Saison doch noch irgendwann starten kann, beschneit, teilweise präpariert und bieten eine dicke Schneedecke und sehr gute Abfahrtsbedingungen.